Gut, meine Lieben, es geht weiter. Nachdem der Teil 1 so beliebt war und die Chatinnen-Schule ein riesen Thema ist, danke übrigens nochmal, Iris, dafür das Interview. Und es gab sehr viele Fragen und die würde ich gern Stück für Stück mit dir durchgehen. Und du hast gesagt, du hast auch noch einige Dinge, die dir eingefallen sind, aber da machen wir vielleicht nochmal einen dritten Teil, weil das so ein Riesenkapitel ist. Ich nehme mal Ja. an, du hast auch Fragen gekriegt, privat einige, oder? Genau. Also erstmal guten Tag auch von mir wieder und auch danke an dich für das Interview. Genau, ich habe auch Privatfragen natürlich bekommen, die ich so mit reingenommen habe. Und oft haben sich die ja auch gedoppelt. Genau. Also was viele eben gefragt haben, ist, dass der Michael Schettinin ja eben gestorben ist, ob das stimmt und ob die Schule überhaupt weitergeführt wird, weil viele sagen, ja, die ist geschlossen worden. Wie geht es da überhaupt weiter? Magst du da vielleicht zwei Sätze dazu sagen? Genau, ja, das stimmt. Und aber die Schule wurde natürlich weitergeführt. Da sind viele, die das weitergeführt haben. Und die ist auch geschlossen worden. Das stimmt auch wieder. Allerdings wird da gerade fleißig dran weitergearbeitet, dass die wieder geöffnet wird. Und die neuesten Entwicklungen zeigen auch sich sehr positiv. Ja, ich meine, es ist eh normal, wenn der Gründer von etwas oder der Ideengeber von etwas stirbt, dass da mal ein Umbruch gibt oder dass da mal eine kleine Lücke oder Loch gibt. Das ist eh normal, das ist eh überall. Gut, aber es das heißt, es wird alles normal weitergeführt. Es gibt halt einfach nur eine Pause, eine Umstrukturierung oder wie auch immer. Genau. Dann, so, wann wurde dein Praktikum gemacht? War die eine der anderen Fragen? Genau, das hätte ich jetzt auch als nächste Frage beantwortet. 2018, also vor ja, bald 3 Jahren. Ich war ja im März 2018 da für einen Monat und dann nochmal im August 2018. Genau, mit so ungefähr einem halben Jahr Unterschied. Das heißt, du hast ihn ja noch direkt kennengelernt. Ja, ich hatte auch persönliche Gespräche mit ihm. Oh, wozu wir, wenn du mir erlaubst, zur nächsten Frage kommen. Und zwar hat jemand gefragt, ob er dieses Konzept gar nicht weitergeben wollte und das mit ins Grab nehmen wollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, der gibt das ja. Er hat das permanent weitergegeben an jeden, der da war, an jeden, der da ist, an jeden Schüler, an jeden Lehrer, wenn man Schüler und Lehrer so bezeichnen darf. Und auch an mich persönlich, an jeden, der wollte, dass dieses Konzept weitergegeben wurde. Und er hat an alle, die das wollten, auch die Aufgabe gerne gegeben, das weiter zu vermitteln, aufzunehmen, die Ideen aufzunehmen und irgendwo zu adaptieren. Natürlich hat er das weitergeben wollen, ja. Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, weil das, was der da von der Grundvision aufgebaut hat, das nimmst du nicht mit ins Grab. Das wäre ja vollkommen idiotisch. Dann Ja. noch eine Frage, oder das auch einige Mütter gestellt haben, kann man sein Kind jetzt, angenommen, das ist ein Volksschulkind oder Gymnasiumkind, dort noch hinschicken auf eine Art Praktikum? Und wenn ja, was sind da so die Anforderungen dazu? Genau, also jetzt ist das unmöglich gerade natürlich, weil die noch nicht geöffnet ist. Es Aber gibt nicht die Flieger, aber ich rede jetzt da Post-Corona-Zeit oder wie auch immer man dann dazu sagen möchte. Angenommen, die Flieger würden wieder gehen und man könnte wieder ja. hin. Ja, auch dann nicht, weil die Schule ja noch geschlossen ist. Aber wenn die wieder geöffnet ist, hat er gemacht, also hat die Kontakte, mit denen ich da gesprochen habe, gesagt, ja, das wäre möglich. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass man da schon Willen dazu braucht. Genau. Und ich weiß jetzt aber nicht, was die Voraussetzungen sind. Ich glaube, das sind keine großen Voraussetzungen, um ein Praktikum zu machen. Ich bin da auch mit wenig Russisch am Anfang gewesen, zum Beispiel, wenn das eine Frage ist. Ich hatte da einen Begleiter, einen Betreuer immer und auch Kinder haben sich da um mich gekümmert, mich begleitet. Das ist ja sowieso ein Grundsatz von denen, dass immer jemand für jemanden zuständig ist. Also genau, das wird wahrscheinlich wieder möglich sein, wenn die geöffnet ist. Was meinst du mit, da braucht man dann einen guten Willen dazu? Was waren da so die Herausforderungen oder was meinst du damit? Die Erreichbarkeit der Schule. Okay. Ja, und auch einfach, keine Ahnung, jetzt haben sich so viele Dinge ereignet. Wenn man so eine Reise antreten möchte, dann darf man da auch wirklich dranbleiben. Das ist jetzt nicht mitten am Flughafen, nicht mitten in der Stadt. Und da geht auch kein Direktflug hin. Und ja, da braucht man einfach Willen und gute Planung. Und wenn man das beides hat, dann schafft man es schon. Das heißt, sie sortieren im Endeffekt damit aus, dass sie schauen, wer ist hartnäckig und wer will das Ganze wirklich. Schon, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so aktiv machen.
aber unterbewusst einfach bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann war eine Frage, wie lang sind die Schüler dort so im Schnitt? Genau, also mir wurde gesagt, in den letzten 5 Jahren, so circa 2-3 Jahre im Schnitt, und früher waren die aber länger da. Die Sache ist auch die, dass ja dass nicht alle mit 13 hinkommen, manche kommen auch mit 16 hin und machen dann ein Jahr oder zwei. Und manche kommen halt früher hin, dann machen die 1, 2, 3 Jahre. Ich habe ja gemeint, die machen in einem Jahr, können die Abitur machen, also die ganze Schullaufbahn. Ja, natürlich können sie das, aber nicht alle machen das. Zum Beispiel sagen manche auch, die möchten 2 Jahre sich nehmen. Oder manche schaffen es auch nicht, je nach Kind. Ja, aber es ist möglich, war einfach nur die Aussage oder wollte ich damit sagen. Und nachdem sie fertig sind, können sie dort auch zum Beispiel studieren weiter, ja, Fernstudien machen. Und deswegen auch die Frage, die gesagt hat, was machen die denn, wenn die mit 14 Abitur haben? Was machen die? Gehen die dann weg und müssen die dann nochmal in die andere Schule, ins Staatsschulsystem? Nee, also manche studieren da wirklich weiter dann über das Fernstudium oder ja, manche bleiben natürlich auch dort und wollen da Lehrer werden. Das ist sowieso für manche schwer vorstellbar, das habe ich auch mitbekommen. Was, die machen das in einem Jahr? Und so wie du sagst, ja, man darf sich auch 2 Jahre Zeit nehmen, man darf sich auch 3 Jahre Zeit nehmen. Wenn man sich überlegt, was das normalerweise bedeutet, ist 3 Jahre so ein Luxusproblem, vor allem wenn man vergleicht, was man nebenbei dort noch alles mitbekommt und lernt. Ja. Aber das können sich die meisten überhaupt nicht vorstellen, was da so abgeht. Ja. Ja, klar, man darf sich auch wirklich 3 Jahre Zeit nehmen. Und es gibt ja auch, da kommen wir zur nächsten Frage, ob die international ist. Mhm. Aus ganzer Welt sind die gekommen, die Kinder, und waren dort und haben natürlich dann auch am Anfang teilweise kein Wort Russisch gesprochen. Mhm. Und die brauchen dann natürlich ein bisschen länger, ja. Dann nehmen die sich ein Jahr, um erstmal Russisch zu lernen und dann machen die weiter oder so. Natürlich, aber international auf jeden Fall, ja. Mhm. Manche sagen ja, jetzt gibt es ja so einen Zyklus Mathe zum Beispiel, ja. Weißt du, wie lange das ungefähr dauert und wie bekommen die das hin? Und manche sagen, ist das schaffbar? Ja? Ich meine, ich weiß ja, aber erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, also es ist ja so, dass es nicht, ich habe ja erzählt, es sind dann so ein Zyklus Mathe, 10 Tage oder eine Woche, 2 Wochen, das variiert auch pro Lerngruppe. Und dann kommt das nächste Fach, was an Mathe anknüpft und das nächste Fach, was am nächsten anknüpft und so weiter. Und die Sache ist die, wenn man fertig ist mit all diesen Fächern, dann fängt es von vorne an. Das heißt, man hat den Aspekt der Wiederholung und macht alles, was man in Mathe gemacht hat, nochmal. Vielleicht kommen dann auch noch da und dort kleine Themenbereiche nochmal dazu, neue. Und ist es ja alles mit allem verbunden. Und deswegen ist das erstmal nicht so schwer, das zu fassen. Wie sage ich das jetzt? Einfach ist ja nicht nur eine Disziplin, so, sondern einfach hängt mit allem anderen zusammen und wenn man es im Gesamten sieht, dann ist es erstens greifbarer. Zweitens, wenn man diese Wiederholungen macht, dann es wird so ungefähr auf 4 bis 5 Mal im Jahr auf Mathe hinauslaufen, wurde mir gesagt. Mindestens 4 bis 5 Mal oder das ist der Durchschnitt so ungefähr, ja. Und ich habe gefragt, wie viel schafft man in 1 bis 2 Wochen oder welche Themen schafft man da und wie tief? Weil das ist ja auch noch ein großer Anspruch an der Schule, dass man alles sehr tief behandelt und tief eintaucht in das Thema und nicht nur so an der Oberfläche ankratzt und nichts kapiert. Und da wurde mir auch gesagt, das ist auch wieder von der Gruppe abhängig und von der Situation. Es gibt natürlich Gruppen, die sehr... ja, sage ich mal, schnell sind, vom Begriff auch. Oder es gibt Gruppen, die das nochmal alles ein bisschen gemächlicher brauchen, öfter erklärt brauchen. Das habe ich ja auch letztens gesagt, wenn es einer erklärt und es nicht verstanden wurde, erklärt es der Nächste und so. Deswegen gibt es da schon mal riesige Schwankungen. Und es kann sein, dass man alles in diesen 1, 2 Wochen über Zahlen, Integrale, Analysis, über wirklich alles schafft und manchmal halt nur ein paar Themen. Ja, das ist... an den Gruppen abhängig. Ja, aber das ist ja auch gut so, weil es wird die eine Gruppe geben, die interessieren sich unter Anführungszeichen mehr für Biologie, die anderen mehr für Mathe, die anderen mehr für Chemie. Und man soll ja diejenigen dort fördern, wo es auch wirklich interessiert. Und die Thematik ist so, wie du gesagt hast, du kannst das ja nicht trennen.
Du kannst Mathematik von Physik und Biologie und Chemie nicht trennen. Das geht ja gar nicht. Und das ist auch für die Kinder, ich merke das ja selber, wenn ich in den Schulen unterwegs war, ein Problem. Die sagen, ja, in Mathe habe ich das kapiert und in Physik nicht. Oder in Chemie kann ich das nicht, aber in Physik schon. Das hängt alles zusammen. Die sehen, jetzt habe ich Mathe, jetzt habe ich Physik und jetzt habe ich Chemie. Und für die sind das unterschiedliche Welten. Ja. Und es ist auch nicht praktisch greifbar. Wenn ich eine Tomatenpflanze setze, dann muss ich mich in Biologie auskennen, dann muss ich mich in Physik auskennen, dann muss ich mich in Chemie auskennen. Es ist alles da drin vorhanden und noch viel, viel mehr. Aber wenn man alles einzeln betrachtet und alles zerlegt, was man ja leider heutzutage macht in der Wissenschaft, dann fehlen oft die Zusammenhänge und dann betrachtet man seinen kleinen Part und dann passt es dort oder passt es nicht und vergisst das Ganze rundum und um. Ja. Und das ist das Schöne, dass das dann am Zyklus alles zusammen gemeinsam gemacht wird. Genau. Dann war dort ja sehr, sehr viel Kunst. Also du hast ja die Bilder, wir haben ja die Bilder gehabt. Da habe ich auch super Rückmeldungen bekommen. Was, das machen die Schüler und so schaut eine Schule aus? So kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja. Aber wird die Kunst, was die da so machen, bewertet? Oder ist das frei? Oder ist das je nachdem, wie es anderen gefällt? Wie ist das dort? Ja, das hat mich auch tatsächlich interessiert. Das habe ich auch, diesen Teil habe ich auch damals nicht mitbekommen. Und mir wurde gesagt, eine Einschätzung oder ein Feedback, eine Note ist sehr wichtig für die Kinder oder vor allem für ein Paar. Einfach auch nochmal zum Ansporn. Da habe ich gesagt, aber Moment mal, eigentlich ist doch die Voraussetzung, dass man innerlich angespornt ist. Und er so, ja, sowieso. Aber dann nochmal im Prozess des Schaffens, des Anstrengens sich, ja, ist es wichtig für das Kind auch eine Rückmeldung zu bekommen. Und genau, von daher wird das anscheinend schon bewertet. Zum Beispiel gibt es, wenn sich eine Gruppe damit mit etwas 2 Monate oder 2 Wochen, 2 Jahre, je nachdem, was für ein Projekt das ist, beschäftigt hat mit Malkunst, machen sie am Ende eine Arbeit über alles. Mhm. Also zum Beispiel ein Bild oder so ein Brett oder vielleicht auch eine Hauswand. Weil ich habe auch früher erfahren, dass früher jeden Sommer in den Sommerferien die Häuser wieder neu angemalt wurden und die Wände neu gemacht wurden. Also dass nicht das von früher geblieben wurde, sondern dass jeder Schüler mal was verändert und malt am Schulgelände. Und das heißt, das, was wir auf den Bildern gesehen haben, war halt gerade zu dem Zeitpunkt für die Schülergruppen, wo du dort warst. Ja, aber das ist eine gute Frage, die stelle ich auch nochmal, weil ich weiß jetzt nicht, ob das genau von den Schülern alles war. Ich glaube auch nicht von allen, weil zum Beispiel der Tanzsaal, da war auch haben wir auch ein Foto im letzten Video, der ist ja schon immer so. Also den kennt man ja schon aus anderen Videos und Bildern auch so. Ich denke nicht, dass jedes Gebäude neu gemacht wird, aber ich kann mir da schon drunter vorstellen. Das frage ich mal, das interessiert mich jetzt auch, ob das jetzt von den Schülern war, die ich kennengelernt habe. Und wenn man diese Arbeit gemacht hat, dann kommen die Gruppenleiter und schenken Beachtung für die Arbeit. Sagen, das ist wunderschön oder was weiß ich. Und diese Beachtung, diese Wertschätzung ist die wichtigste Notiz für die Kinder. Oder der wichtige Prozess, das hat ja auch Hüter gesagt. Mhm. Wertschätzung, ja. Und auch ganz viele, ich habe gerade in der Uni was zu Beziehungskompetenz, da geht es die ganze Zeit drum, dass man sich mit dem Kind freut über das Ereignis, über das Geschaffte, über das Erschaffene. Dass das so essentiell ist. Und das hat er mir auch gesagt, dass das auch eine Art von Bewerten ist oder auch von, ja, natürlich Motivation und all dem, ja. Also das ist das Wichtigste neben der Note. Ja, eine Anerkennung ist so, so wichtig. Ja, ja, Anerkennung. Dafür etwas machen. Und die meisten Menschen machen ja gerne was für andere und sie wollen einfach nur gesehen werden dafür. Ja. Ja, aber schön. Aber zu dem Thema gleich, Klausuren, Tests, Prüfungen, wie schaut es da aus? Genau, ja, es gibt auch Klausuren und Tests oder Prüfungen. Ich habe tatsächlich einen mitgemacht. Boah, ich habe da nicht so viel geschafft wie die anderen alle neben mir, die 14 waren. Warte. Und zum Beispiel ist das ein Schreibtest oder Rechentest, ja? Fragen beantworten, ganz normal, wie wir es auch kennen. Und da werden die Kenntnisse einfach von den Kindern nachgeprüft, weil mir wurde gesagt, das ist wichtig, diese Nachprüfung, weil viele Kinder, die nicht befragt werden, so heißt das, also geprüft werden, die spüren
vielleicht nicht gerade die Notwendigkeit zu lernen daran oder so. Oder die machen gut mit im Unterricht, machen sich Notizen, aber die Botschaft soll sein, dass nicht das Wichtigste die Notizen sind, die man sich im Unterricht macht, sondern nochmal die Beschäftigung damit und alles, ja. Und deswegen gibt es auch so kleine Tests und Prüfungen natürlich. Und dadurch sehen die ja auch, ob sie sich gut vorbereiten auf den Abschluss, der ja meistens bombfortunös ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau, ja. Okay. Bei diesen ganzen Fächern, ist die wie bei uns in der Schule, ist das vorgeschrieben oder kann man sich da gewisse Sachen aussuchen und sagen, hey, Mathe, Deutsch, Englisch, Physik finde ich super, aber Chemie, nee, lasst mich in Ruhe damit. Also es ist möglich, dass es einige, oder es war so oder ist auch so, dass es einige Pflichtfächer gibt, mhm, und aber auch Wahlfächer, aus denen die Kinder wählen können. Da wurde mir zum Beispiel sowas wie Sprachen genannt, Kampfkunst, Schmieden. Schmieden habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, als ich da war. Aber es gab sowas wie Nähkunst, Kampfkunst habe ich auch mitgemacht, durfte ich auch mitmachen. Und wenn ich jetzt sowas sage wie Sprachen, ja, es wurde auch übrigens Deutsch gelernt. Da durfte ich auch einige Deutschunterrichte leiten. Und zum Beispiel kann man auch wählen tiefere Mathematik oder tiefere Informatik, ja. Programmieren, Mathematik mit Ökonomie verbunden oder so. Das gibt es ja, Wahlfächer. Aber die Pflichtfächer, so Mathe, Physik, Chemie, Bio, doch, die gibt's, ja. Okay. Genau. Wie gehen du, also eigentlich, ob du das mitbekommen hast, wie gehen dort die Schüler oder auch die Lehrer damit um, wenn dort, oder gibt es dort überhaupt Mobbing oder sowas in die Richtung oder dass Schüler aufeinander losgehen und so fette Streitereien oder, ich meine, es sind ja doch immer sehr viele Neue dazu, die nicht mit diesem Bewusstsein aufwachsen. Wie geht man dort damit um? Ja, also ich persönlich, vielleicht habe ich es auch nicht richtig mitbekommen, das kann ich auch nochmal nachfragen, das ist eine interessante Frage oder wichtige Frage auch, aber durch diese Beziehung, die dort herrscht oder dieses Miteinander, was dort an oberster Stelle steht, habe ich das so nicht erlebt, dass das so vorrangig oder so ein großes Thema war. Ich werde trotzdem nochmal nachfragen, aber zum Beispiel allein die Beziehung, die die Lehrer zu den Schülern haben, also Lehrer zu den Schülern haben, ist ja sehr vertrauensvoll oder ja, das ist ein Grundbaustein, sage ich jetzt mal. Nicht jeder Lehrer mit jedem Schüler ist so. Ja, manche Schüler, die Schüler suchen sich ja auch immer so die Bezugsperson aus. Das kennen wir genauso gut. Ja, wir suchen uns ja so die Menschen aus, wo wir das Gespür haben, oh, die passen gut zu mir. Aber dadurch ist einmal weniger davon da. Und dadurch, dass auch die Kinder so stark miteinander arbeiten, ist auch schon mal davon weniger da. Aber das werde ich auch noch mal genauer nachfragen. Also ich glaube, dass es viel weniger sein muss, weil allein aus der Erfahrung, wenn ich draußen war, ich habe gemerkt, wenn es zum Beispiel kleine Landschulen gibt, wo sich der Direktor wirklich sehr um die bemüht, dann ist das schon mal sehr viel weniger. Weil die meisten kleinen Kinder, die schlagen ja nur um sich oder werden aggressiv, wütend und Co., weil sie nicht akzeptiert werden oder nicht beachtet werden, keine Aufmerksamkeit bekommen, keine Anerkennung bekommen und viele andere Dinge. Und ja, auch teilweise natürlich eine komplett kaputte Ernährung bekommen. Also ich habe mal einen Schüler gehabt, der hat es geheißen, ja, der kann nicht bei mir in der Gruppe mitmachen, weil der hat ADHS. Der ist ganz unruhig und der schlägt um sich und sonstiges. Und ich habe mir den angeschaut und denke mir, nuckelt da an seiner 2-Liter-Cola-Flasche mit 9 Jahren. Und ich bin einfach mit dem rausgegangen und bin 9 Runden um den Sportplatz um die Wette mit dem gelaufen, bis ihm die Zunge da unten gehangen ist. Dann war das wieder halbwegs draußen, das mit Zucker und Co., dann ist der ruhig gesessen, den ganzen Vormittag. Sag ich, jetzt ja ADHS inspiriert, ja? Ja. Bewegung und weniger Zucker. Und allein damit sind die meisten schon viel ruhiger, aber jetzt wollen die sich die ganze Zeit bewegen und müssen den ganzen Tag sitzen. Da staut sich das dann irgendwann auf. Also muss das theoretisch, ich meine, ich war nicht dort, aber muss es viel, viel weniger sein. Und auch durch diese Wertschätzung der, die Herr Schettini den Kindern jeden Einzelnen jedes Mal gegeben hat. Es gab ja diese Versammlungen. Ich weiß nicht, wie das jetzt dann gehandhabt wird, wenn die Schule wieder geöffnet wird. Aber, also, das finde ich sehr interessant, das werde ich fragen. Aber ich gehe davon aus, dass das weitergeführt wird, eine Art Versammlung, weil die diese Funktion, die Herr Schettini und die Versammlung hatte, die war wirklich jedem Kind nochmal Wertschätzung und dieses Gesehenwerden-Gefühl zu geben. Und das hat auch schon solche nicht positiven Gefühle komplett gar nicht erst zugelassen, ja. Auch unter den Schülern,
die waren auch stolz aufeinander, gegenseitig dankbar für die Zusammenarbeit. So ein Klima oder so ein, ja doch, Klima, Atmosphäre, die lässt sowas gar nicht so zu, wie eine Atmosphäre, in der keine Wertschätzung und Anerkennung des eigenen, der eigenen Persönlichkeit vorherrschen. Das heißt auch Noten und Perfektion und Co. Und du musst 10 von 10 richtig haben. Und es ist schlimm, wenn du 9 von 10 nur richtig hast oder sonstiges. Das ist dort alles nicht so, oder? Das war auch eine Frage. Nee, also das habe ich nicht so erlebt. Überhaupt nicht. Mhm. Also natürlich gibt es Noten und die sollen die Kinder anspornen. Übrigens, dazu muss ich auch noch was sagen. Ich habe was vergessen dran. Und zwar sollen diese Noten natürlich auch ein bisschen Ansporn oder Disziplin geben, sage ich jetzt mal. Aber jetzt nicht im Drill-Sinne, sondern einfach ganz normal, dass man sich aufrecht hinsetzt mal und arbeitet. Ne? Mhm. Und bei diesen Prüfungen und Noten war es auch noch so eine kleine Rückmeldung war ja, habe ich gesagt, ist sehr wichtig, dass die Kinder informiert werden, wie sie gearbeitet haben. Und trotz der schon natürlich wichtig vorhandenen intrinsischen Motivation. Aber mir wurde gesagt, die verbreitete Vorstellung in Russland ist ja, dass die Notizen, die Kinder selber machen, das Wichtige sind, dass die wichtig sind, dass die vollständig sein müssen, dass die motivieren. Aber hier ist es so, dass die Welt zu verstehen und den Grund zu verstehen, wofür sie was tun. Ja, das ist ja auch dieser Aspekt der Sinnhaftigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob Hüter das gesagt hat oder irgendjemand anderes. Er sicher auch. Ich komme durcheinander mit meinen ganzen... dass dieser Grund zu verstehen, warum sie jetzt was tun, das ist das die Motivation. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, natürlich gibt es Prüfungen, wo die Kinder schreiben müssen. Aber noch wichtiger sind die Prüfungen, wo die Kinder was erzählen müssen. Und da kommen wir wieder dieses Voneinanderlernen, wo sie wie eine Art Vortrag halten, reden, sprechen, aber nicht labern oder unterhalten, nicht plaudern, sondern wo sie wirklich im mehr als eine Rede halten, wo sie den tiefen Sinn von etwas vermitteln, auf eine spezielle Weise. Und wenn das Kind zeigt, dass es etwas erklären, erzählen, zeigen kann, das ist ausgezeichnet, das ist das höchste, wichtigste überhaupt. Weil das kann es dann wieder den anderen Kindern zeigen. Und und auch das Kind dann, kann auch dann zeigen, dass es sich ein eigenes System gemacht hat, eigenes Bewusstsein erlangt hat, eigene Gedanken dazu gemacht hat. Und da hatten wir es ja dann wieder von diesem Voneinanderlernen. Und das, mit dem, wenn man es erklären kann, hat man es sicher verstanden. Ja, das sind die viel wichtigeren Prüfungen dort, als mal einen Test zu schreiben. Das ist ja voll wichtig zu dem von vorhin. Es ist eine fertige Prüfung, wenn du etwas erklären kannst. Also ich glaube, gibt es ja verschiedene Studien, aber die meisten sagen, wenn du etwas nur hörst, also vorne wird gesprochen, du hörst zu, merkst du dir vielleicht 5-10%. Aber wenn du vorne stehst und es anderen erklären musst, bleiben dir 90-95% hängen. Da brauche ich dann keine Prüfung mehr mit dem machen. Nee, genau. Also das ist wirklich der Fokus. Ja, und das war ja auch das, was sich die Schüler bei meinen Fragen gewünscht haben, diese zwei Hauptpunkte. Eben, wir wollen mit Spaß lernen und wir wollen etwas lernen, was wir brauchen können im Leben, wo wir einen Sinn dahinter sehen. Ja? Und keiner bis jetzt hat mir einen Sinn erklären können zwischen irgendwelchen Formeln, die du nie wieder brauchst, und wann der Feldherr 358 vor Christus umgeflogen ist. Das motiviert niemanden. Ja? Nee. Ja. Und bei manchen hat es auch oft schon gereicht, dass ich dem gesagt habe, schau mal, du willst Tierärztin werden, dieser und dieser Schritt ist notwendig, auch wenn du es nicht mehr brauchst, aber es ist notwendig, um dorthin zu kommen. Allein das hat oft schon geholfen. Das war jetzt zwar nicht die Übermotivation, weil es war immer noch etwas, was man nicht gebraucht hat, aber das hat oft schon geholfen. Oder wenn ich reingegangen bin und gesagt, ich verstehe, dass euch das nicht interessiert, ich weiß, dass ihr das nicht mehr braucht, ich bin auf eurer Seite, aber ihr müsst dadurch, welchen guten oder besseren Weg können wir gemeinsam finden. Das hat oft schon gereicht. Ja, und als ich wollte mal viele Jahre in meiner Jugendzeit, also wirklich viele Jahre, ernsthaft Astronautin werden. Und wie war ich in der Zeit, jetzt im Ernst, und da wollte ich, wie war ich dann in Physik und Mathe? Eins, die ganze Zeit eins, weil ich wusste, das muss ich jetzt halt machen. Und es war dann in dem Moment auch sau spannend. Dann habe ich meinen Berufswunsch gewechselt, badabing, badabum. Da war Physik nicht mehr relevant für mich.
also nicht mehr so relevant. Natürlich habe ich mich angestrengt und so, aber da habe ich richtig so den Unterschied gesehen. Oder ja, das habe ich gerade auch in dem Moment, ehrlich gesagt, erst realisiert, wo du es gesagt hast. Wie krass das für mich einen Unterschied gemacht hat, unterbewusst auch. Mhm. Das brauche ich jetzt dafür, weil ich das machen will. Und ich sehe dann Sinn drin und das brauche ich jetzt leider doch nicht. Also kümmere ich mich um andere Dinge. Gut, aber das heißt, als Zusammenfassung, es gibt Noten, es gibt Prüfungen, aber die schauen anders aus. Es ist mehr mit Vortragen, mehr anderen erklären und mehr auch als System zu sehen, okay, wie weit bin ich, sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht auch um die Ehrgeizigen ein bisschen zu fördern, ja, dass man in kurzer Zeit wirklich auch was hinbekommt. Aber es ist nicht mehr so, oh Gott, du hast lauter Eins, aber du bist in Mathe schlecht, also bist du blöd. Also das fällt weg. Ja, nee. Ja. Und auch, also diese Selbstreflexion und dieses Feedback ist so wichtig für das Kind, weil es auch selber, das ist ja auch für jede Persönlichkeit wichtig, wo stehe ich, was sind meine Möglichkeiten, wo kann ich noch mehr und so. Und natürlich, aber ne, die haben schon auch Schreibtests. Also auch Mathe-Tests, da habe ich ja dann den einen da mitgemacht. Mhm. Mit der Hälfte oder so. Ja, aber das ist ja auch wieder okay, wenn man weiß, okay, kann ich halt nicht oder möchte ich vielleicht auch nicht. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ne? Eine andere vielleicht interessant noch. Ah ja, mach du erstmal. Ich hätte nur eine neue Frage aufgerissen. Ach so, das war dazu. Mhm. Ah, okay. Und zwar habe ich danach auch eine Rückmeldung zu dem Test bekommen. Was habe ich gesagt bekommen? Nichts Negatives. Ich habe gesagt bekommen, oh, sehr gut. Weil das war ja auch noch alles auf Russisch. Das heißt, ich muss ja auch noch Russisch verstehen, bevor ich die Matheaufgabe mache. Da hat er gesagt, super, sehr gut, probier mal noch die. So hat er gesagt, die könntest du noch schaffen. Komm, häng dich da nochmal rein. Oder häng dich da nochmal rein. Ja? Und ich habe wirklich nicht 100% geschafft von diesem Test. Allein, weil zum Beispiel die ganzen Textaufgaben mit den krassesten russischen Wörtern habe ich jetzt nicht überhaupt nicht verstanden. Ja? Mhm. Aber ich habe trotzdem Lob für das bekommen, was ich gemacht habe. Und weil er auch gesehen hat, da bin ich wirklich an mein Wissen gegangen oder an meine Grenzen, sage ich mal. Wie, oder habe mein Wissen, wie heißt das? Warte, dass ich da an die Grenzen dran gearbeitet habe. Möglich ausgenutzt, was du konntest. Ja, genau. Du hast dich bemüht. Ja. Und der Rest ist ja okay. Genau, mit meinem Russisch und Mathewissen vereint. Und da habe ich einfach eine bestärkende Rückmeldung bekommen. Mhm. Ja, vielleicht, ja. Zu den Kunstprojekten war noch eine Frage, und zwar sind die vorgegeben oder dürfen die Schüler sagen, hey, das würde uns interessieren oder das würden wir gerne malen oder wir würden gerne das basteln oder bauen? Mhm. Ja, also es gibt einige Unterrichte, da dürfen die auch einfach so kreativ irgendwas machen, was sie möchten. Aber natürlich ist bei Malkunst, russische Malkunst im Allgemeinen wirklich der Fokus in dem Moment. Und mir wurde gesagt, das Wichtigste für die Kinder ist dieser Prozess des Erschaffens, dass sie etwas erschaffen und auch mit Erfolg. Also zum Beispiel, wie sage ich das jetzt? Also wenn er etwas erschafft, egal ob was kreativ eigenes oder was vorgegebenes, er erschafft trotzdem. Und das ist der Prozess, der wichtig ist oder der wichtige angesehen wird. Genau. Und mir wurde auch gesagt, dass es wichtig ist, mal ein Beispiel aus der, ich sag jetzt mal, echten Kunst zu haben. Also aus der vollfertigten oder vollendeten Kunst oder was weiß ich. Da wird ja alles wirklich mit russischer Malkunst gemacht, auch Besteck oder wie heißt es? Geschirr, nicht Besteck, Geschirr. Und Wände und Bretter. Und das ist dieser wichtige Prozess des Erschaffens, der bei der Kunst im Vordergrund steht. Aber es gibt auch Kreatives natürlich, also wo die sich mal ausleben dürfen, einfach so mit ihren Ideen. Also die müssen nicht perfekt aussehen, die Bilder wie in echt, sondern die Birne darf auch mal aussehen, wie diese in seinem Kopf aussieht. Ich glaube schon. Aber das muss ich nochmal fragen. Ja, ja. Aber ich habe jetzt jedenfalls nur sehr schöne oder sehr perfekte Dinge gesehen. Was vielleicht hier interessant ist, ich habe ja auch Kinder interviewt und ein Mädchen hat gesagt, sie wollte so gerne schon ihr Leben lang Malerin oder was mit Malen lernen und Malkunst erlernen und hat das immer nicht geschafft an der Schule, wo sie war, weil das nie weil sie dann nicht unterstützt wurde, ja, und es hat nicht geklappt und so hat sie gesagt,
Und dann kam ich hier hin und da wurde ich immer besser. Also das heißt, die arbeiten da auch an sich und die malen nicht einfach nur so Blatt voll, sondern die wollen sich schon, dass das hinterher schön aussieht. Also von dem Aspekt her arbeiten sie schon auf eine Art Perfektion hin. Aber ich glaube, das Kind, wenn man es lässt, oder? Ja, glaube ich eben auch. Deswegen die Frage, ob Perfektheit erwartet wird. Ich glaube, die Kinder erwarten es selbst ein Stück von sich. Weil so habe ich das erlebt, ja, von den Kindern, die ich interviewt habe. Die wollen das so. Es ist ja auch vor allem, wenn es die anderen so vorleben, ja. Das ist, wenn die Eltern gewisse Dinge vorleben und dort sind es halt nicht die Eltern, sondern die anderen Schüler und die Lehrer und Chefinnen direkt, dann sieht man das ja die ganze Zeit so und dann möchte man das ja auch in etwa so machen. Ja, genau. Dann war eine Frage, so haben die Schüler Rechenphase, Übungsphase oder wo sie nochmal lernen und wiederholen können? Gibt es da irgendwie so Zeiten dafür oder haben die freie Einteilung oder wie schaut das aus? Genau, also abends ist nochmal nach dem Abendessen so eine Lerneinheit bis 20 Uhr. Da treffen sich die Schüler oft auch ohne Lehrer oder ohne Gruppenleiter. Da war ich auch immer dabei natürlich. Und da hatte ich auch ein ganz tolles Erlebnis mit einem Jungen. Da habe ich dann mit ihm Mathe gelernt oder wiederholt. Und er hatte das null verstanden gehabt. Das war, glaube ich, die PQ-Formel sogar. Die kann ich auch noch gut. Und dann habe ich die ihm erklärt. Und dann haben wir und dann habe ich dem das erklärt auf Russisch und das war so wunderschön. Er hat sich danach so sehr bedankt und ich habe mich bedankt, weil ich das so als wunderschönen Lernprozess empfunden habe. Und das ist wirklich, da setzen sich die Schüler nochmal eigenständig in Raum. Aber es ist schon festgelegt als eine Art Unterrichtszeit. Ich glaube, man sollte da nicht einfach nicht hingehen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das auch darf. Ich bin halt da gewesen. Und haben die wirklich sich das gegenseitig nochmal erklärt. Und das, ja, und dieses Danke-Sagen übrigens, was der Schüler gemacht hat bei mir, da habe ich richtig gemerkt, wow, ich fühle mich so wertgeschätzt, auch als in dem Moment Lehrerperson, dass ich mich seitdem auch manchmal bei Lehrern bedanke, wenn jemand mir was erklärt oder so. Oder was heißt manchmal? Natürlich immer. Weil das zeigt nicht nur dem Schüler dankbar oder dem Schüler was Schönes, sondern zeigt auch dem Lehrer, ja. Weil Lehrer sind auch Menschen, die liebevoll den Kindern was vermitteln wollen. Also jedenfalls. Aber das geht nur, wenn man sich nicht drüber stellt, sondern sagt, okay, ich mache auch, genau. Schauen wir, machen wir das gemeinsam. Ja. Genau, ja. Deswegen sagte ich, die lieben Lehrer. Oder ja, einfach Lehrer, die den Anspruch haben, dass ein gutes Miteinander auf gleicher Ebene ist und dass man Partner ist, Lernpartner. Genau. Ich habe mal eine Schule in der Steiermark gehabt, da ist die Klassenlehrerin, also meine Volksschule, die ist die ganze Zeit in der Mitte des Raumes. Also das war so, stell dir das ganz normal vor, wie ein Klassenzimmer und vorne die Tafel und die Schüler alle so in Kinobestuhlung nach vorne, nur dass die Lehrerin mitten unter den Schülern gesessen ist, auch mit ihrem Schreibtischpult. Ja. Und hat sich halt umgedreht und gibt hier noch eine Frage und hier machen wir das so und ab und zu ist halt nach vorne gegangen, ab und zu hat es auch mal einen Schüler gesagt, hey, du hast das eh schon verstanden, geh mal nach vorne, mach das nochmal für alle anderen. Ja. Und die war einfach so ein Teil von denen. Ja. Also war auch total schön. Ja. So, ja. Die Fragen haben wir schon gehabt, Konzept weitergegeben, Austauschschüler haben wir am Anfang beantwortet, wie lang sind es dort, haben wir auch schon, international haben wir auch schon. Du, ich glaube, wir sind mit den groben Sachen durch. Ja. Wow. Das ging ja schnell. Oh. Warte, ich schaue auch noch mal. Bitte? Magst du noch was ergänzen zu den ganzen Sachen? Weil wir machen ja sowieso dann noch mal einen dritten Part zu den weiteren Erlebnissen und Co. von dir. Oder magst du zu den jetzigen Fragen noch was ergänzen oder Fragen, die dir noch einfallen, die du gekriegt hast? Tatsächlich bin ich jetzt gerade auch erstmal so weit. Aber es kann, also ich garantiere, dass wenn wir diesen Knopf jetzt ausschalten, dass mir dann wieder ganz viel kommt. Ich zücke sofort dann den Stift für nächstes Mal. Ja, das ist normal. Ich glaube, das geht jedem so, wenn er was gesprochen hat oder aufgenommen hat. Ah, das hätte ich noch und das hätte ich noch anders machen können, noch besser machen können, dann noch einen Satz dazu. Das hört, glaube ich, nie auf. Das macht ja auch gar nicht. Aber die groben Fragen, glaube ich, haben wir mal durch von allen.
Dann machen wir nochmal einen dritten Teil, wo du den Rest von deinen Erlebnissen erzählst, weil alles in einem Video unterbringen ist doch ein bisschen schwieriger. Ja, und es können, wie gesagt, auch weitere Fragen gestellt werden. Ich habe jetzt nochmal überlegt, was wahrscheinlich viele interessiert ist, wie ein Kind auf diese Schule kommen kann. Also, was die Voraussetzungen sind. Nicht für ein Praktikum, sondern fürs Richtige. Ja. Okay. Und da kann ich einfach nur sagen, also ich weiß jetzt natürlich nicht die aktuellen Voraussetzungen, es kann sich immer ändern, die haben sich auch zwischendurch geändert. Aber früher war es so, dass da gar keine Voraussetzung war, außer dieser motivierte Wille, dieser intrinsisch motivierte Wille. Und da waren ja auch ganz viele Kinder, und ich habe auch einige interviewt, die in der anderen Schule schon abgeschrieben waren. Also in der staatlichen Schule. Und die dann aber gesagt haben, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Oder die von dieser Schule gehört haben und dann sich dort beworben haben und eben diesen Willen gezeigt haben. Und es waren auch ganz viele, die wirklich, oh, ich mag diese Worte nicht, ich sag's mal anders, nicht gute Schüler waren. Von den Noten her. Wichtige Differenzierung. Und die sind darauf gekommen, auch ohne Russischkenntnisse. Die haben das währenddessen so gelernt. Und ich habe es ja auch gelernt. Man lernt eine Fremdsprache so schnell, wenn man in dem Land ist, wo diese Sprache ist. Also es lernt man wirklich nebenbei. Man muss gar nicht viel dafür tun. Aber jetzt ist es sowohl, dass perfektes Russisch als Voraussetzung ist, weil die haben ja auch so viele Anfragen. Vielleicht ist es deswegen, dass die so eine Art... Ja, dass sie so eine Art Grenze setzen müssen. Ja, ich mag das Wort Selektion nicht, deswegen habe ich es vermieden, aber ja. Und aber wenn die Schule wieder eröffnet wird, dann gebe ich neue Informationen, weil dann frage ich, was die dann jetzigen, also dann die neuen Voraussetzungen sind. Das ändert sich ja, wie gesagt. Ja. Es ist übrigens auch, ich kenne ja einige große Firmeninhaber und da gibt es etliche, wenn da ein Bewerber hinkommt, steht Top-Noten und gestylt und da und hier und dort und Zuckerl und was weiß ich was. Ja. Ich war da einmal dabei, der hat das genommen, hat es weggeworfen, hat ihm in die Augen geschaut und hat gesagt, wer bist du und warum willst du hier arbeiten? Was motiviert dich? Und der hat gesagt, da war dann einer dabei, der hatte gar nichts. Der hatte keinen Abschluss, der hatte keine Ausbildung für diesen Job und sonstiges, aber der ist dort hingegangen und hat dem erklärt, warum er motiviert ist drauf. Und den hat er genommen und den mit den Einzelschülern nicht. Und ich glaube, dass das immer mehr kommen wird, dass man sehr stark fragt, okay, wer bist du als Mensch? Was motiviert dich? Warum möchtest du das machen? Und gib mir einen Grund, dich einzustellen oder gib mir einen Grund, mit dir gemeinsam was zu machen oder was auch immer. Ja? Ich glaube, das wird immer mehr kommen. Und dieses ganze Durchstrukturierte, da steht eine Note, die ja nichts aussagt, weder über Intelligenz noch über die Fähigkeit in diesem Fach. Ja? Also es gibt Menschen, die haben keinen Titel und sind hochintelligent, und haben viel erreicht und sind steinreich. Und es gibt Menschen mit 5 Doktortiteln und die sind so intelligent wie der Boden, auf dem sie gehen. Ja, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ja. Und ich kenne auch einen Jugendlichen, der findet Schule überhaupt nicht nötig. Und der mochte das auch überhaupt nicht. Und er hat nicht wirklich das glänzende Zeugnis. Aber dann hat er ein Praktikum gemacht bei einer Firma. Und da ist der sowas von abgegangen und so aufgeblüht und hat sofort einen Ausbildungsplatz bekommen, sogar mitten im Jahr. Und hat da also wirklich abgesahnt, weil der so eine Motivation plötzlich am Leben hatte oder hat, wenn der sowas macht, wo er Sinn drin sieht und wo er Freude dran hat, wo er Interesse dran hat. Und die haben ihn auch genommen, obwohl er jetzt nicht die Einser in was weiß ich für Fächern hatte, sondern weil er diesen inneren Trieb hatte, das zu tun und das dann auch sehr gut gemeistert hat. Aber wenn man den Menschen lässt, hat das jeder in sich, diesen Trieb. Ja. Und sagt, okay, egal in welchem Bereich das auch immer ist. Und dann ist das auch das, wo man sagt, ja, dann arbeitet man nicht, sondern dann ist es einfach das Leben. Wenn manche gesagt, um Gottes Willen, wie kannst du teilweise 18 Stunden am Tag für einen Zaubertrick üben? Da wirst du doch irre sagen, ich habe das nicht mitbekommen. Auf einmal ist 4 in der Früh, denkst du, oh Gott, das will ich nicht, ich wollte schlafen gehen. Ja? Ich mache es gleich durch, ist wurscht. Ja. Aber wenn man das liebt und immer wenn einem ich sage immer das Merkel-Gesicht, ja, wenn einem das so runterfällt, dann weiß man, man ist am falschen Dampfer. Dann ist das nicht das Richtige für einen. Und schau dir kleine Kinder an, die lassen sich für fast alles motivieren. Bis zum geht nicht mehr.
Und wenn das etwas dann nachher ist, was sie so demotiviert, dann sollte man sich überlegen, ob man das im Leben überhaupt braucht. Ja. Und ich unterscheide auch, oder was heißt unterscheide, aber ich finde doch irgendwie schon zwischen Herzensbildung und dieser Allgemeinbildung. Oder was ist Bildung? Abi? Ja, Ausbildung und aus mit der Bildung. Genau. Den finde ich gut, ja. Aber diese Herzensbildung ist doch das Eigentliche, was uns ausmacht und das Eigentliche, wo wir merken, da ist Substanz hinter. Und ein Mensch, der intelligent und gewillt ist, was zu tun. Und Punkt. Du, wir haben auch alle gesagt, was, du hast keine Ausbildung und willst in den Schulen was bewegen, dir hört doch kein Mensch zu. Abwarten, ne? Und jetzt sieht man's. Ja. Ja, okay, wie beim Zauberer. Wer sollte ich als Zauberer ernst nehmen? Ja, aber ich wollte es. Und nicht so ein bisschen und ja, dass ich halt einen Job habe und ich sollte halt was tun sehen. Nee, ich wollte das. Und das macht einen Unterschied. Schau dir mal ein kleines Kind an, das will gehen lernen. Schau mal, wie oft der hinfliegt. Der durchschnittliche Erwachsene sagt nach dem 5. Mal hinfliegen, ist doch blöd genug, ich bleib beim Krabbeln. Ne? Der erfindet dann irgendeine These oder irgendeinen bezahlt dafür eine Studie, dass er ihm erklärt, warum Krabbeln effizienter ist als Gehen. Wir geben dann zu schnell auf. Schau dir mal kleine Kinder an, wie die hartnäckig an etwas dran sitzen können. Ja. Die stehen ja immer wieder auf. Die machen immer weiter, bis sie es können. Genau. Wenn man was will, dann schafft man es auch. Und vielleicht kann ich noch kurz was erzählen. Das ist zwar nicht nur positiv jetzt, aber also ich probiere immer, mich zu fokussieren auf das, wo ich hin will oder wo wir Menschen hinwollen. Wir haben auch eine andere Seite. Das wird auch manchmal beleuchtet. Ja. Genau, und zwar war ich mal in der Schule im Praktikum und dann saß ich im Lehrerzimmer und habe einer Lehrerin zugehört. Und wie die über ein Kind gesprochen hat, mir ist die Kinnlade runtergegangen, ich musste mich umdrehen, damit man mich nicht sieht und ich bin rausgegangen, weil die hat gesagt, der auf dem Gymnasium, der schafft noch nicht mal Realschule oder so. Und ich dachte nur so, was nimmt die sich raus, zu verurteilen, aber auch zu urteilen, was aus diesem Kind werden kann. Und ich habe ja auch Nachhilfeschüler und ein Kind davon, die ist so eine ganz sanfte und liebe, die ist nicht gut aufgehoben in diesem bam, bam, bam staatlichen Schulsystem, zack, 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 dies Blatt und dies Blatt. Aber wenn man sie einfach mal lässt und ihr Raum gibt und sie anstrahlt und ihr zeigt, die ist wertvoll, wie die ist, dann plötzlich geht's, ja. Ja, man kann nicht über ein Kind sagen, was es mal wird oder wozu es das Zeug hat, weil es hat zu allem das Zeug. Das ist ja auch Schettinis Überzeugung. Jedes Kind kann und weiß alles. Und nur mit dieser Einstellung dürfen wir überhaupt mit den Kindern lernen und arbeiten. Weil wenn wir eine andere Einstellung haben, dann spürt das Kind. Und wir gehen dann ja auch anders mit dem Kind um. Und dann blockiert das Gehirn ja. Ja, also diese Einstellung zu haben, dass jeder alles kann und weiß, ist so wertvoll einfach für jeden Menschen, auch für Erwachsene. Ja. Ist, glaube ich, ein guter Schluss dazu. Wir sollten mehr auf die Kinder lernen und mehr denen nachmachen als umgekehrt. Wir sehen ja, wohin es sonst führt. Gut. Ja. Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf Teil 3. Ich danke dir auch. Ja, ich mich auch. Tschüss.